So, da, willkommen zum neuen Part von Let's Play Pokémon Gelb. Im letzten Part haben wir uns die Superangel geholt. Also quasi, wir sind einmal im Kreis gelaufen, um die Angel zu holen. Kopf, was ist das? Elektrizität ist meine Stärke. Dein Glück, dass ich das Gegenmittel nicht dabei habe. Eine Bombe? Er hat eine Bombe? Ah, Lichtschild heißt es gegen resistiert so oder schwächt Attacken ab wie Flammenwurf, Glut, Feuersturm, Surfer, Donnerblitz. Dann müssen wir gleich gucken, ob wir einen Traumato schon haben. Elektroball, boah, Kappa braucht noch eine Weile. Erstmal einen schicken Ultraschall. Mich wundern, ich muss noch einen Blick, ich muss noch ein Bohr auf meine Küche haben, weil da habe ich den Reis gerade im Moment drin. Und geil ist, diesmal hat sich der Kollege nicht in die Luft gejagt. Stromgeist unterbrochen! Richtig, wollten wir ja gucken, ob wir Traumato im Deck schon zu stehen haben. Ja, haben wir. Ah, Schillock wurde ausgenockt. So, und gehen wir hier nochmal angeln. Weil wir's können. Weil nach der Liga machen wir dann eh den... Wenn wir Lapras haben, dann werden wir die Entwicklung erstmal sein lassen. Das kann man alles nach der Liga in Ergotsuhl dann machen. Ich hoffe, ich kann noch fangen. Glutexo will nicht den Blubber haben. Oh, was ist los? Sepia-Drache, 40 cm groß und 8 Kilo schwer. Wenn sich Sepia in Gefahr wählen, versprüht es zur Verteidigung entweder Wasser oder Spezialtinte. Also um an die Tinte von Sepia zu kommen, und das in... Ach, was soll's. Who am I? Kollegen haben wir doch schon. Wir gehen uns erstmal hochheilen. Beziehungsweise mit dem Rad geht's am schnellsten. Und ich sag mal so, hätte ich eine eigene Capture Card, dann hätte ich längst mal Ranked mit Reds Team probiert. Wettkämpfe kann ich kann ihn nicht widerstehen. Da hätte ich sowohl mit dem Team aus Hard Gold Soul Silver probiert, als auch mit dem Team aus Gold Silver sowie dem Let's Go Team. Irgendwo habe ich immer einen Member davon rumliegen. Ja, klingt so Pokémon, klingt so rumliegen wie Ware. Wie Sachen.
Ich weiß, ich sollte mal lernen, weniger auf alles einen zu geben. Immerhin hatte ich eine Chance. Nein, nee, hatte er nicht. Dachte er und wurde umgeholzt. Er wurde umgeholzt. Und die P-Teile haben wir am vorletzten Part abgeholt. Erstmal schauen wir mal, wie viel wir da in der Box haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Das heißt. So, da la. Ja, der Part wird relativ kurz. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Jo, da lass. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ja, gab's eine kleine Minute Wartezeit. Da gibt's natürlich vom Gameplay wieder oben drauf. Ich, ja. Hab nämlich, grad gar nicht so bemerkt, dass mein Reis am Kochen war. Aber wir können trotzdem schon mal, glaube ich, einen Angriffsversuch unternehmen. Wenn wir gerade dabei sind. Ja. Komm, ändert mal den Plan, machen wir zuerst den Angriff. Nee, alles gut. Alles gut, der Reis ist nicht abgefackelt. Hey, Kleiner, was machst du hier? Alles gut, alles gut, alles gut. Da mach dir mal keine Sorgen. Weil nach dem Part wird sowieso erstmal. Das mit dem Reis ist. Und das nicht gehalten, wie Texo. War ebenfalls schöner. Int. Absoluter Int. Ja, selber freilich. Hm. Du, auf Turnieren habe ich auch schon ein paar Mal reingeintet, so ist das nicht? Ich sag nur, als ich halt Terra mitgenommen habe, vergessen habe, Feuer-Pokémon mitzunehmen. Erstes Turnier gleich mal reingeintet. Deswegen bin ich da ziemlich locker, was das Inting angeht. Nee, ich bin Videospieler.
Und zu der Zeit hatte ich meinen kleinen Privatkrieg mit Fortuna. Ja, ich weiß trotzdem. Eigentlich hieß die Frage, warum wurde Pikachu immer dünner? Und falls du es auf die Gigadynamaximierung meinst, dann gebe ich dir recht. Da haben sie sich wirklich an Old Fat Pika angelehnt. Wenn nämlich hier hat man nämlich schon das. Ja, erstmal alles blenden im Pokémon Center. Ich bin ja heute wieder ganz toll. Weil hier hat man nämlich noch schon das andere klassische Pika verwendet. Mit Backsprite aber wiederum noch Old Fat Pika. War eine gute Frage. Aber die Frage lassen wir zu Forschungszwecken lieber Albert Einstein. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jetzt ja wieder vorbei. Ja. Da kann jeder drüber lachen. So, erstmal gibt es zwei, die tauschen. Jo! Ich weiß nicht, seit welcher Generation, aber wenn du an deinem Geburtstag ins Pokémon Center kommst. Hau ab, du hast kein Zutritt! Wenn du an deinem Geburtstag ins Pokémon Center kommst. Gratuliert die Schwester Joy zum Purzeltag. Aber das ist in jedem RPG so. Glaub... Vierte, fünfte war das. Aber sonst sagt ihr einen Standardsatz aus der, den schon seit der ersten gibt. Willkommen Pokémon Center, wir hatten eine Pokémon Masi wieder fit, bla bla bla. Also, ja. Jason James ist... Genau. Miauts genau, um es mal aufs Thema anzupassen. Oh ja, oh ja. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, ganz ehrlich, da hatten wir alle noch keine Sorgen. Aber in manchen Wegen hatte meine Patentante eine Ahnung. Das werde ich dann nach dem Part nochmal genauer erläutern.
Nicht schlecht, Herr Specht. So, und genau mit dem Kampf werden wir den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Abo, Comment nicht vergessen. Ciao, ciao.